Hallo und herzlich willkommen zu von mir, Bruxus. Ihr habt wahrscheinlich mein letzten Video und die neuen Star Wars Set Neuheiten gesehen, aber da ich auch Marvel Fan bin, zeige ich euch die Marvel Set Neuheiten. Es sind insgesamt sechs Sets, mit einer manche mit hohen VW, manche mit so mittel, manche mit sehr kleinen. Und ja, fangen wir erstmal an mit dem ersten Set. Und zwar den Endgame Avengers Endgame Final Battle. Mit sechs Figuren, die 76192 übrigens, mit also acht Figuren, 527 Teilen für 90 Euro. Also die acht Figuren sind für 90 Euro gut, nur eine mehr würde brauchen. Also wirklich, ja, das wäre fast perfekt. Obwohl es eigentlich drei, oder nein, es zählt eigentlich, weil Thanos zählt irgendwie als zwei. Sagen wir mal, es sind neuneinhalb. Sagen wir es mal so. Weil Thanos zählt als zwei, sagen wir es mal so. Und Ant-Man ist so eine halbe Figur, so das ist eigentlich, ja, Mini-Man, Ant-Man eigentlich schon. Genau. Was sie hier kriegt, ist für mich richtig gut. Den Van von Ant-Man und dann noch Thanos mit seinem richtig großen Schwert. Black Panther, ein Chitauri, Scarlet Witch, Thor, Iron Man und Captain America, was ich gerade schon gesagt habe, aber egal. Iron Man hat wie gesagt sein Schild. Scarlet Witch fliegt da oben rum. Dann Black Panther, finde ich auch eine nette Figur. Gibt es auch in den in der vorletzten Sets, genau. Es gibt, wie gesagt, Ant-Man's Van. Dann gibt es noch diesen Avengers-Logo, den kaputten. Hier, warte. Nein, nein, Bruder. So, der hier, der kaputte Logo da. Okay, genau, dieser kaputte Logo. Dann auch noch die Avengers Base, wo hinten noch die Hologramme sind von dieser Konferenz mit allen Avengers mit, also alle verbliebenen Avengers mit Triebern, genau, Mitgliedern. Leider hat die keinen Armprint und keiner einen Dual Molded, aber diese Figuren sind einfach alle geil, muss ich echt zugeben. Alle. Also auch Thanos, Scarlet Witch, okay, Thor, sein Blick. Ja, also ich hätte mir einen geflochtenen Bart gewünscht, aber egal. Und dann gibt es hier nochmal die 76237, die Sanctuary 2. Mein englischen Akzent, ne? Mit drei Figuren, 322 Teile und einer VP von 50, 43 Euro, sorry, ich habe mich immer verschrieben, also 39,99 € ist eigentlich die UVP, was eigentlich für Marvel Set schlecht ist, so mittel, sagen wir so, weil das ist die letzten, das Set war nicht gut für die Teilepreisverhältnis, das hier kriegt man drei Figuren, Thanos, auch in der Mini-Variante hat er einen übergroßen Schwert, Iron Man ohne Schild, leider. Und ich verstehe nicht, warum da ein goldener Handschuh ist, obwohl in Endgame normaler Handschuh ist, aber egal. Und der Helm von Thanos ist dann immer noch ganz und der sieht ja nicht creepy aus, ne? Dann gibt es nochmal hier Captain Marvel, die gerade die Sanctuary 2 sprengt. Ich hoffe, das gibt die Funktion. Also Captain Marvel geht da rein und da explodiert die halt irgendwie die Sanctuary 2. Das wäre halt krass, also richtig geil. Genau, 40 Euro, nicht 50. Unten steht 50, aber das sind nicht 40 wirklich. Aber das Teil der Preisverhältnis ist ungefähr 13, nein, 12, 12,5. Genau. Ungefähr, muss ich echt sagen, aber ja, ich hätte mir ein bisschen besser gewünscht, wie ungefähr bei dieses. Dieses ist viel höher, also diese Preis-Leistungs-Verhältnis ist, glaube ich, so 7,3 Cent pro Teil. Habe ich jetzt grob ausgerechnet. Mit sechs Figuren, das ist dann die 76193. Die Benetton, für 1901 Teile müsst ihr 130 Euro bezahlen. Und auch mit die Figur, die sind richtig geil. Star-Lord-Doppelbeine. Für Rocket haben die neuen Mold entworfen für halt seinen Kopf, weil die anderen hatten halt immer so eine Schulterplatte. Der halt jetzt hier nicht. Groot mit seinem schönen Lächeln im Gesicht, finde ich das. Und auch heller, weil das dunklere Ton, finde ich, passte nicht richtig zu Groot. Dann Mantis mit ihrem coolen Kopfteil. Thor, der auch mit dabei ist. Neulich ist er halt mitgekommen. Dann nochmal ein Chitauri. Ja, ein Chitauri. Warum ein Chitauri? Habe ich auch keine Ahnung. Aber ich hoffe, ja, das hat einen Sinn. Aber ja, das hat sicherlich keinen Sinn. Da sollte definitiv Drax mit dabei sein. Oder auch Gamora, obwohl, ja, Gamora, sie suchen halt nach Gamora. Vielleicht ist es besser, dass sie halt Drax reingemacht hätten, aber haben sie auch nicht gemacht. Keine Ahnung wieso. Aber egal. Machen wir weiter mal dann mit der
nächsten Set, und zwar die Black Panthers Libelle. Die Libelle, es sieht nicht aus wie eine Libelle, aber ist trotzdem richtig cool. Die gibt es in Infinity War, in Endgame und in Black Panther. Genau, das sind halt diese Sachen, die halt von diesen Superagenten, ach, keine Ahnung, ihr kennt, ihr wisst die. Das sind halt so Sachen, die von diesem Black Panther Superagenten gesteuert werden, oder wie auch immer man sie nennt. Das ist, wie gesagt, die 76186. Drei Figuren für 202 Teile. Und es ist ein bisschen über die 10 Cent, also unter 10 Cent pro Teil, weil das halt zwei Teile mehr, genau, so grob. Mist. Ja, es gibt Black Panther mit dabei, Shuri, die exklusiv mit dabei ist, das richtig cool ist. Sie hat einen neuen Kopfteil, neue Prints oder alles neu. Dann hier der Chitauri. Wie gesagt. Ja, diese Chitauri haben übrigens eine neue Kanone. Hier habe ich gerade gesehen. Ja, nicht mehr die alte von Endgame. Also von den ersten Endgame-Sets. Genau. Machen wir weiter zum nächsten Set, und zwar den Iron Man Monger. Die 76190. Ja. Was, nicht Iron Man Monger, sondern Iron Monger. Der ist übergroß. Der ist übergroß. Also hoffentlich auch für meinen Kanal bald. Also ich will 100 Abonnenten schaffen. Nein, 1000. Kommt schon, 1000, das kriegen wir hin. Für 479 Teile kriegt ihr. Für 40 Euro kriegt ihr 479 Teile, was gut ist. Also das ist knapp 480 Teile. Das ist, finde ich, richtig gut für die 40 Euro, obwohl das ein bisschen übergrößert. Aber man kann es ja verkleinern. Also da seid ihr an der Reihe mit eurer Kreativität. Mein Deutsch verkleinert es, und dann benutze ich Teile, um halt vielleicht die Avengers Base zu erweitern. Ja, hier ist einmal Obadiah Stane mit dabei. Bisschen creepy aussieht. Nur ein bisschen. Dann, also alle drei sind exklusiv, die Figuren hier. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe. Iron Man, stabile Figur mit aufklappbaren Helm, zum Glück dieser Welle, nicht wie letzte Welle. Ja, hier könnt ihr übrigens so in ein paar Monaten, also so in August, ungefähr so Mitte August, könnt ihr euch über den Marvel-Magazine gefasst machen, die neuen Star Wars-Magazine. Also ja, Leute. Wir packen ein und gehen weg. Nein, Scherz. Genau, es gibt einen Iron Man mit dabei, exklusiv, und dann Pepper Potts. Auch exklusiv mit den. Die passt irgendwie nicht zum 5-Vorlage, egal. Dann gibt es so letzten Set, und zwar Captain America's Bike. Dieses Set, finde ich, ist. Nein, nicht gut. Das ist die 76189. Mit zwei Figuren. 49 Teile und 10 Euro UVP. Also das kostet das Doppelte, was eigentlich für 10 Cent pro Teil sein sollte. Aber egal. Ich habe hier einen Hydra-Agenten mit dabei. Captain America, das logisch ist. Sein Bike. Oha, wer hätte das geglaubt? Captain America's Bike hat sein Bike mit dabei. Oha, Bruder. Schlau. Dann nochmal hier so ein Disc-Launcher, der gerade auf ihn schießt, auf Captain America halt. Und ich verstehe nicht, wo, wer ihn abschießt, aber egal. Vielleicht der Hydra-Typi. Ist egal. Ich check sowieso nichts. Und ja. Kommen wir jetzt zu einem Überblick. So, Leute, das ist jetzt ganz mal ein Überblick. Alle Sets, das sind insgesamt, wie gesagt, 6. Die UVP ist hoch bei manchen, wie bei den dem Endgame Final Battle. Bei der, also in der Proportion ist es schlecht. Bei 1, also es gibt drei schlechte, drei gute. Also hier seht ihr mal die drei mit der schlechten, also unter 10 Cent pro Teil. Und die drei mit über 10 Cent pro Teil. Also die begleichen schon alles, weil das Set ist ungefähr so groß wie das, das, das sind zusammen. Also kann man es schon machen, und das ist ungefähr so zweimal so groß wie das. Also ja, also ich würde sagen, zum Fazit, das ist gut. Also wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin, ciao, ciao.